Weil ich selber arbeite. Ja, mach mal. So, an ist alles. Bitte? Kannst du mal noch ziehen? Hör doch mal auf, ich schon wieder Kritik. Ich fasse jetzt nicht einfach hin, aber schwappeln hier. So, achso, deinen Namen brauche ich nochmal? Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, muss ich mir bloß merken, weil ich mir das dann. Ja, jetzt geht es weiter mit unserer Gesprächsrunde Smalltalk hier. An meiner Seite ist jetzt von der SG Reinkenhagen, spreche ich hoffentlich richtig aus. Und das war Sportfreund Kuhn, den Vornamen nochmal? Thomas. Thomas Kuhn, Verantwortlicher, aber das kannst du mir gleich selber sagen. Welche Funktion hast du hier bei der SG Reinkenhagen? Ich bin Trainer der ersten Mannschaft. Trainer der ersten Mannschaft, dann haben wir ja genau den richtigen erwischt. Zur Schande, ist nicht unser Verbreitungsgebiet, sag einfach mal Reinkenhagen, wo liegt das genau für unsere Zuschauer? Ziemlich in der Mitte zwischen Greifswald und Stralsund. Greifswald und Stralsund, ja, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. In welcher Liga spielt ihr? Landesklasse. Landesklasse, welchen Platz habt ihr gerade? Aktuell durchwachsen, Neunter. Neunter, das scheint so, der erste Männertrainer ist nicht zufrieden nach der Hinserie. Im Moment nicht so richtig. Woran liegt's? Ja, Verletzungsmisere so ein bisschen zwischendurch. Ja. Einige Spiele unglücklich verloren vielleicht auch. Im Moment ist ein bisschen der Wurm drin, würde ich mal sagen. Was habt ihr euch jetzt noch, oder was habt ihr euch denn vor der Saison vorgenommen? Ja, also vor der Saison war oberste Ziel natürlich möglichst schnell nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Ja. Und dann im Mittelfeld etablieren. Dann sind wir vielleicht 5-6 Punkte von ab. Aha, also das heißt jetzt, was nehmt ihr euch vor für die Rückserie? Die fängt ja wahrscheinlich dann auch im März an, ne? Ja, Anfang März, genau. Habt ihr noch ein bisschen Luft? Ja, also es gibt jetzt kein direktes Ziel, dass wir noch Fünfter werden oder so. Von Spiel zu Spiel gucken wir natürlich, um möglichst viele Punkte mitzunehmen. Ne? Bei uns in der Liga ist das auch so, dass jeder jeden schlagen kann, ziemlich ausgeglichen. Wer ist da aktuell jetzt vorne, dass man so einen Überblick hat? Der GFC 2. GFC 2, also Greifswald. Greifswald der FC, die haben sich ja neu formiert, der Verein, eine zweite Mannschaft gemacht und die sind auch. Sollen die, also die müssen durchmarschieren. Ja. Geht gar nicht. Ja, machen wir wahrscheinlich von der A-Jugend an die ganz Jungen. Genau, ne? Genau. Alles klar. Okay. Und aus der Verbandsliga-Truppe 5-6 Leute aus dem letzten Jahr. Also ist schon ein Klassenunterschied zu merken. Ja, wenn du schon ansprichst, auch mal Verbandsliga, ist ja nicht so weit weg. Wie siehst du die Situation beim Greifswald SC? Weil duellieren sich ja mit unserem FC Mecklenburg. Wenn du da mal so aus der Ferne berichten könntest, traust du denen das zu? Den Greifswaldern auf jeden Fall. Also man munkelt ja auch, dass jetzt zur Rückrunde noch die ein oder andere Verstärkung kommt. Aha. Jetzt haben sie wohl einen Testspieler aus der zweiten russischen Liga. Ja. Also da sind jetzt Gelder im Umlauf mehr oder weniger und da geht auf jeden Fall was nach oben. Wenn nicht in diesem Jahr, wahrscheinlich auf jeden Fall im nächsten. Ja, aber man kann sich wahrscheinlich noch auf ein Packnis Intermezzo, sage ich mal, in der Rückrunde in der Verbandsliga. Ansonsten, wie lange bist du jetzt schon Trainer bei Reinkenhagen? Jetzt genau ein Jahr im Winter. Ein Jahr, oder bist du ja auch noch richtig frisch oder warst du vorher schon Spieler? Oder? Spieler, ich bin im Vorstand da. Ja. Und aus einer Notlage ist das dann entstanden, aber jetzt eigentlich auch etabliert mittlerweile. Und von? Mit einem Kollegen noch. Aus Reinkenhagen hierher gekommen, ich sag mal, wie war die Anfahrt ging? Ja, war in Ordnung. Ein bisschen verschneit, aber in Ordnung. Wie kommt man dazu, zum DKMS-Turnier daran teilzunehmen? Oder wie ist es dazu gekommen? Sag mal einfach. Also wir als Verein unterstützen DKMS auch. Aha. Durch einige Aktionen. Also wir sind da sehr aktiv mit unseren Mitgliedern auch, dass die Spender werden und so weiter. Haben auch eine relativ hohe Durchdringung, sage ich mal, bei uns im Verein. Ja, ja. Wir haben auch immer einen Stand bei uns am Verkaufsstand, wenn Pflichtspiele sind, wo man sich registrieren lassen kann und unterstützen die Geschichte. Aha. Und deshalb natürlich dann auch hier. Okay, und mit welchen Erwartungen kommt ihr jetzt, wenn wir das mal jetzt sportlich sehen hier zum Abschluss, was wollt ihr erreichen? Nur Spaß haben oder wollt ihr auch, oder steht ihr mit einem Auge auch auf morgen? Ja, Hauptaugenmerk ist natürlich Spaß zu haben hier. Ja. Das ist natürlich ein riesen Teilnehmerfeld und auch schwer einzuschätzen, aber natürlich wollen wir auch sportlichen Erfolg haben. Wie war das erste Spiel? Das erste Spiel haben wir nach 3-0 Rückstand 4-3 gewonnen. Ja, das ist doch riesig. Das sind doch alle guten Voraussetzungen dafür, dass ihr. Ja. Wie macht ihr das eigentlich? Überlegt mal jetzt, ihr werdet Erster und fahrt ihr wieder zurück und kommt morgen wieder? Nee, wir haben Hotel gebucht hier. Ach, schon von vornherein? Genau. Oh, dann sind wir mal gespannt. Auch wenn morgen sind wir auf jeden Fall dabei. Ach so. Wenn nicht als Zuschauer. Ah, nee, schön. Dann nutzt ihr das heute Abend noch ein bisschen die Party zu machen dort. Genau, na klar. Wunderbar. Ich bedanke mich dafür und dann die maximale Erfolge. Ja, sehr gern. Danke auch. Jo. Danke. Und wo ist das jetzt zu sehen, zu hören? Das ist eine Sportung. Alles klar. Ja, das ist die Homepage, ansonsten Facebook, da kriegt ihr Benachrichtigung. Alles klar. Wir liken das. Alles klar, super, danke. Ja.
Alles gut. Es läuft die letzte Spielminute. Wir schauen auf die Zwischenstände.